Mein Herr, gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Allah sagte, gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird, bis zum Tag der bekannten Zeit. Shaitan bat nicht um Aufschub, damit er seinen Fehler bereuen kann und Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergibt, sondern weil er Adam a.s. und all seine Nachkommen abgrundtief hasst. Nachdem Allah, der Erhabene, die Dua von Iblis angenommen hatte, sagte dieser, mein Herr, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf der Erde das Böse ausschmücken und sie ganz gewiss allesamt in Verirrung fallen lassen, außer deinen auserwählten Dienern unter ihnen. Allah subhanahu wa ta'ala wusste dies und nahm trotzdem diese Bitte an. Man könnte nun schlecht von Allah denken, doch in Wirklichkeit stecken viele Gnaden und Weisheiten darin. Ibn al-Qayyim rahimullah erwähnt unter anderem 8 Gründe dafür. 8 Weisheiten, die sich in der Gewährung von Iblis Bitte finden lassen. Die erste Weisheit lautet, dass der Diener Allahs seine Dienerschaft gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala dadurch perfektioniert. Durch den ständigen Kampf gegen den Shaitan wird er Vergebung und Stufen der Rechtschaffenheit erlangen, die er ohne Shaitans Existenz nicht hätte erreichen können. Die zweite Weisheit ist, dass die Gottesfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala gemehrt wird. Die Geschichte und die Existenz Shaitans lehren uns, dass man selbst dann, wenn man zwischen den Engeln betet, verstoßen werden kann. Und auch, dass eine Sünde reicht, um aus dem Paradies verstoßen zu werden. Durch diese Erkenntnis sollte sich die Gottesfurcht des Gläubigen vermehren. Die dritte Weisheit ist, dass es eine Lehre für uns ist. Der Stammvater der Menschheit und der Stammvater der Dschinn wurden beide getestet. Iblis war zu hochmütig, weshalb er sich dem Befehl Allahs widersetzte. Nun wird er erniedrigt und in Schande gestürzt. Er wurde aus dem Paradies vertrieben und dazu verdammt, zu den Höllenbewohnern zu gehören. So ist dieses Ereignis eine Lehre für den, der arrogant ist und an einer Sünde festhält. Adam a.s. aber wurde zu einem Beispiel für den, der es bereut. Nachdem er gesündigt hat und im Bedauern zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrte, vergab Allah ihm und wird ihn wieder ins Paradies eintreten lassen. Die vierte Weisheit erkennen wir im Sinn des Lebens. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist und er hat zu allem die Macht. Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende. Dieses Leben ist eine Prüfung für den Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala benutzt den Shaitan als Teil dieser Prüfung. Allah nutzte Adam, um Iblis Innerstes aufzudecken. Und Allah subhanahu wa ta'ala nutzt Iblis, um das Innerste der Menschen aufzudecken. Die fünfte Weisheit ist, dass Allah uns seine Macht verdeutlicht, komplett gegensätzliche Dinge zu erschaffen. So erschuf Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und die Erde, das Licht und die Dunkelheit, das Paradies und die Hölle. Und ebenso Jibril a.s. und die Engel und im Gegensatz dazu Iblis und die Shayatin. Aus dieser Tatsache ergibt sich die sechste Weisheit, denn der Mensch kann eine Sache nur dann wertschätzen, wenn er das Gegenteil kennt. Wenn der Mensch nur die Nacht kennen würde, mit ihrer Ruhe und Kälte, könnte er den Tag mit seiner Wärme und Energie nicht wertschätzen. Erst dadurch, dass wir beides kennen, wissen wir die Nacht wegen ihrer Ruhe und Erholung zu schätzen und ebenso die Aktivität des Tages und dem Bewältigen der täglichen Probleme. Genauso können wir die Gesundheit nur deswegen schätzen, weil wir wissen, was es bedeutet, krank zu sein. Deshalb sollten wir gerade wegen der Existenz des Shaitans die guten Taten wertschätzen, von denen er uns abhalten möchte. Die siebte Weisheit ist, dass Allah es liebt, seine Nachsicht, Geduld und immense Barmherzigkeit und Großzügigkeit zu offenbaren. Dafür hat er sich dazu entschieden, dass er subhanahu wa ta'ala diejenigen erschafft, die in der Lage sind, sich ihm zu widersetzen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte uns, wenn ihr keine Sünden begehen würdet, würde Allah euch vernichten lassen und Leute erschaffen, die sündigen und dann seine Vergebung suchen, damit er ihnen vergibt. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt seine Barmherzigkeit, indem er den Menschen trotz ihrer Übertretungen mit allen Arten von Segnungen beschenkt. Er gibt ihnen Versorgung, gibt ihnen Gesundheit und erlaubt ihnen, alle Arten von Luxus zu genießen. Er erhört ihre Gebete und nimmt das Unheil von ihnen.
Er, subhanahu wa ta'ala, behandelt sie mit Freundlichkeit und Fürsorge, ganz anders, als sie ihn behandeln. Und wenn der Diener zu Allah zurückkehrt und ihn um seine Vergebung bittet, nimmt Allah seine Reue an und so wird der Diener Zeuge seiner Eigenschaft der Barmherzigkeit und Vergebung. Die achte Weisheit, die Ibn al-Qayyim anführt, ist die, dass aus dem Übel und dem Bösen, das Shaitan und seine Soldaten verursachen, Dinge resultieren, die Allah lieber sind als das Übel. Die Anstrengung des Gläubigen, gegen die Tricks des Shaitans vorzugehen, die Standhaftigkeit gegenüber den Erschwernissen, die ihn durch den Shaitan treffen, auf der Suche nach der Liebe Allahs und seinem Wohlgefallen und das Bitten um Vergebung nach der Sünde sind Allah lieber als das, wozu der Shaitan die Menschen verführt hat. Dies sind einige der Weisheiten, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala die Dua von Iblis akzeptierte. Die Lehre sollte sein, dass wir niemals Schlechtes von Allah subhanahu wa ta'ala denken dürfen. Denn selbst im größten Übel, welches den Menschen trifft, befindet sich die Barmherzigkeit des Allerbarmers. Selbst wenn wir auf den ersten Blick nicht erkennen, warum Allah subhanahu wa ta'ala etwas bestimmt oder zugelassen hat, verbirgt sich doch mit Sicherheit eine Weisheit dahinter, die wir nur nicht erkannt haben.